Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zum Failord Adventskalender. Heute mit Türchen Nummer 5 und folgendem Spiel. Und zwar nichts anderem als Bioshock. Bioshock ist wirklich ein interessantes Spiel für mich. Und zwar ist es eins der wenigen Shooter-Spiele, die ich zu der Zeit überhaupt gespielt habe. Weil ich war wirklich komplett kein Shooter-Fan. Ich hatte den Command & Conquer-Ableger, den Shooter-Ableger irgendwie gespielt und habe da abseits davon halt Borderlands mit einem Kumpel zusammengespielt. Liebe Grüße an dich, gehen da an dich, Stormy. Irgendwann hatte ich dann bei Gronkh gesehen, wie er Bioshock spielt und dachte mir, ich muss dieses Spiel unbedingt spielen und Bioshock ist einfach großartig. Selbst wenn man jetzt nicht unbedingt der größte Shooter-Fan ist oder so, erzählt es halt die Geschichte von einer Unterwasserstadt. Wie Andrew Ryan sich dachte irgendwie, wenn all diese Länder oben an der Oberfläche quasi ihre ganzen Regeln haben, mache ich eine Stadt nach meinen Regeln hier unten unter Wasser und das Ganze ist dann Rapture. Also wirklich, die Geschichte zieht einen sofort in den Bann. Man weiß ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so genau, was passiert. Dann steigt man eben in dieses Submersible und geht nach unten und dann hört man einfach diese Ansprache von Andrew Ryan das allererste Mal und sieht dann eben der Reveal, während man so einen Hügel quasi, so einen Hügel erstmal alles verdeckt und dann hört man einfach dieses Voice-Over und dann sieht man die Stadt und in dem Moment sagt er einfach nur, ich entschied mich für Rapture. Oh, Chef's Kiss. Also wirklich, dieses Spiel ist unglaublich gut und es hat auch eine sehr eigentümliche Art, die Geschichte zu erzählen, anstatt irgendwie, dass man sich viel Text durchlesen muss oder sowas, hat man halt einfach irgendwie die ganze Zeit immer so Aufnahmen von den Leuten selber, die in dieser Stadt gelebt haben, während sie in der Stadt gelebt haben und hört halt einfach manchmal auch einige wichtige Momente, die passiert sind und kann sich so ein bisschen gedanklich selbst zusammenräumen, wie ist das jetzt alles passiert und da wird halt die Fantasie wirklich sehr angeregt und man sieht einfach nur, man kommt in diese Stadt, wo einfach schon sehr viel kaputt ist, ramponiert ist und man kann sich nur vorstellen, wie hat das hier mal ausgesehen, wie lief das hier eigentlich alles, nur um dann am Ende mit einem Twist halt irgendwie überrascht zu werden, also als ich das zum ersten Mal gespielt habe, war ich legitim komplett baff einfach nur, weil ich damit so gar nicht gerechnet habe und es ist auch einfach so, es ist so genial gemacht. Es wird einem... Ich will nicht zu viel verraten, falls ihr es noch nicht wisst. Aber Bioshock hat halt definitiv einen der besten Videospiele-Twists überhaupt. Ich hoffe vielleicht, dass Bioshock irgendwann mal zurückkommt mit auch einer richtigen Story, mit gutem Gameplay und so weiter und so fort. Und das alles hat Bioshock 1. Also, wenn ihr es lange nicht mehr gespielt habt oder noch gar nicht gespielt habt, kann ich es auch nur empfehlen. Wie eigentlich alles auf dieser Liste. Ich meine, das sind meine Lieblingsspiele. Also, was sage ich hier eigentlich? Nichtsdestotrotz, Türchen Nummer 5 ging heute an Bioshock.